Hallo Dani. Hallo Thomas, hallo. Wir haben uns kürzlich im Laden getroffen. Ja, ganz unverhofft. Ganz unverhofft. Und wir haben uns wahrscheinlich etwa, keine Ahnung, 3, 4, 5 Jahre. Ja, mindestens, ja. Also wir haben uns irgendwann mal getroffen, ich glaube 2009, 2010. In Zürich irgendwie User-Treffen, Foto-Community. Das gibt es noch, glaube ich. Habe ich letztens gesehen. Es kann sein, dass es noch geht. Ich bin schon sehr lange nicht mehr aktiv. Das Beste dort war, die User-Treffen. Dass wir dort ein User-Treffen organisieren können. Da sind relativ viele Leute gekommen und haben da irgendetwas gemacht. Zum Teil sind wir einfach Pizza essen, zum Teil sind wir fotografieren. Und da hat es so ein paar Leute in Zürich, die regelmäßig dabei waren. Unter anderem der Daniel Thalmann. Und zwar... Du schaffst. Du bist nicht Lehrer, oder bist du Lehrer? Nein, ich arbeite zwar eine Abitur an der Pädagogischen Hochschule in Zürich, aber ich bin dort nicht Lehrer, sondern ich arbeite dort wie viele, wie du, glaube ich, auch mal in der IT. Wie alle in der Informatik. Wie alle in der Informatik, genau. Wie alle in der Fotografie in der Informatik. Genau, und irgendwann kommst du dazu, dass das halt nicht das Leben ist, oder dass es da definitiv noch etwas anderes gibt. Und dann fängt man halt zum Beispiel an fotografieren. Und du hast sicher auch angefangen, weil dich Technik interessiert hat. Ja, ich bin halt Ingenieur und dann ist mir ein bisschen... künstlerischer Aspekt. Nein, ich komme wirklich nicht aus der Richtung, aber ja. Dann, und es ist eine gute Kombination. Das stimmt, das stimmt. Technik, künstlerischer Aspekt, das kombinieren ist... Fasziniert immer noch. Und wenn wir gerade bei der Technik sind, du hast ein Projekt, also ich sage es nicht als Projekt, du bist in Bonneville gewesen, an der World of Speed. Was ist das und was muss man sich darunter vorstellen? Genau, World of Speed das, in Bonneville, das sind die berühmten Salzseen. In Utah ist das. Das ist eine Gegend, wo halt die Speed-Rekorde gefahren werden mit den fancy Auto, fancy TÜV. Und, wir schauen doch gerade mal das Bild an. Genau. Ja, da haben wir gerade eigentlich, ja, wie soll man sagen, fast das beste Bild. Da sieht man halt die Weite. Und das war auch die Idee von diesen Bildern, die ich dort gemacht habe, dass man wirklich die Weite sieht. Inspiriert bin ich worden durch den Film Anthony Hopkins. Anthony Hopkins. The World Fastest Indian. Das ist ein der Anthony Hopkins. Muss ich wieder mal schauen? Den muss man schauen, ist wirklich ein Feel-Good-Film. Das ist wirklich eine wirklich wo gute Geschichte. Einen alten Indien irgendwo in der Garage hat und sein Traum war, mal eins dort mitfahren, aber er ist irgendwie immer älter geworden und hat es irgendwie dann... Genau, er ist Neuseeländer, also nur schon die Anreise, da seit ja, Anfang, weiss, 1967 glaub, gespielt, also die Originalgeschichte. Und er hatte den Traum gehabt, den Speed-Rekord zu fahren. Und der einzige Ort, wo man das hat können machen oder kann machen, ist halt in Bonneville auf dem Salzsee. Und das ist verfilmt worden. Ich wiederhole mich, ein sehr cooler Film, sehr ein schöner Film. Und dort haben mich die Bilder einfach gepackt von dem Salzsee, von dieser Weite. Und das war auch die Idee gewesen, nachher dort hinzugehen und ein bisschen die Weite und die Technik halt kombiniert mit dieser schönen, mit dieser super schönen Landschaft, das aufs Bild zu bringen. Du bist extra an dem nicht übergegangen. Sehe ich das richtig? Das ist so, ja. Also ich habe mit meiner Frau eine USA-Reise geplant und die einzige Bedingung von mir war eigentlich... aber ein Teil von der Reise... Also bist du nicht übergeflogen, dann fotografieren wieder zurück? Nein, sondern wir sind glaube 2,5 Wochen unterwegs und wir haben es so geplant, dass genau dann, wenn die World of Speed ist, wir auf dem Salzsee sind. Okay. Ich habe auch vorher Kontakt aufgenommen mit diesen Leuten dort. Wir haben einen Presseausweis gehabt und... Das war ich auch gefragt. Muss man dort irgendwie etwas machen, dass man fotografieren kann? Oder kannst du einfach gehen und fotografieren? Nein, man kann grundsätzlich einfach gehen und fotografieren. Mit dem Presseausweis macht es viel einfacher. Kommst du näher ran? Man kann näher ran. Die Leute kennen einen schon bei der Registration, wenn man auf der See fährt. Das ist... ja, es macht es einfach einfacher. Und man ist dann, wird dann nicht immer weggeschickt in dem Sinn, sondern man kann sich dort positionieren. Natürlich Security first, dort auch dort. Wir sind ja in Amerika, aber das stimmt. Funktioniert sehr gut. Ein Sandfakel. Genau. Sieht am weitesten aus wie ein VW Käfer ein bisschen von hinten. Aber das ist glaube ich auch ein VW Käfer gewesen, früher mal, aber das sehen wir. Krass. Also die bauen ihre Wege nur zum dort zu fahren. Genau. Und dann also es fährt einer nach dem anderen, macht einfach eine Höchstgeschwindigkeit. Es ist kein Rennen, oder? Das ist nur Nein, es ist kein Rennen. Es sind eigentlich drei Linien, die man fahren kann. Das ist unterteilt nach Kubik, respektive nach angegebener Höchstgeschwindigkeit. Und die einen, je schneller, desto länger ist die Strecke. Und das ist eine riesige Queue, die man hat.
auf dem Salzsee und es ist alles sehr friedlich und sehr langsam, bis es dann wirklich losgeht. Aber das ist, die Autos werden wirklich bauen für das. Ja. Und das ist auch, wird über mehrere Generationen weitergehen, die Autos. Das ist ein ganzes Familientreffen, ganze Familienclans, die dann die Autos auch betreuen. Das heißt auch ältere Auto? Oder wenigstens eine Karosserie? Wahrscheinlich ist der Motor. Ja, ich glaube sogar, das ist ein Auto, das in Amerika sogar eine Straßenzulassung hat, wenn ich richtig informiert. Eben, die anderen wahrscheinlich nicht. Die Nein, die anderen nicht, aber das ist, glaube ich, eins, wo eine Straßenzulassung hat. Bei uns eher unmöglich, so etwas sein. Also, das tönt die Auto einfach nur bauen, um dort auf dem See zu speeden, ja, fahren. Also, das ist nicht irgendwie, also wirklich ein Hobby, wo du nur, also kannst du auch nicht, da hast du auf einem Anhänger und fährst dort hin und trainieren kannst, dann ist der See öffentlich zugänglich, sonst, während es kein Rennen ist. Ja, der See, es ist jetzt ein Naturschutzgebiet, wie sie haben jetzt auch gecheckt, dass man der Landschaft auch immer Sorge haben muss, nicht nur einfach nur drauf herumfahren. Aber die schnellen, ganz schnellen Autos, die werden wirklich im Lastwagen, wie vom Anhänger, werden dort hingeführt. Jetzt das Auto, das sicher auch mitgemacht hat, ist wahrscheinlich einfach ganz normal auf der Straße hingefahren. Okay. Also ja, wir sind da in Amerika und nicht in der Schweiz. Das stimmt. Da mehr so ein Detailstudie, finde ich. Also das Schöne ist einfach so die Farbe, finde ich, ja, auch so sensationell. Es ist so, durch das, dass es einfach nur weiß und blau und es ist natürlich sofort ein sehr ruhiges Bild. Und da sieht man so ein bisschen, ja, es ist schon noch so eine Customizer-Szene. Also dem vorher natürlich nicht beim Alten. Aber da beim Neuen ist schon krass. Also da geht das Herz von einem Autofernst noch schon auf. Ja, schon. Ja. Vor allem, was halt uns wirklich cool ist, ist das Licht. Also man hat ja da wirklich ohne wen riesen Reflektor drin. Das stimmt. Das ist viel verreckter als bei uns auf der normalen Straße, wenn es reflektiert. Wenn es weiss ist, ist es natürlich. Genau, und das macht es sehr speziell vom Licht. Man hat auch immer genug Licht. Das ist nicht das Thema. Auch das ist schon eine Abendstunde aufgenommen, das Bild. Solange die Sonne scheint. Solange die Sonne scheint, ja. Wir haben Glück gehabt, scheinbar hat es das Jahr vorher hat es recht geregnet vorher und dann hat es noch Wasser auf dem See gehabt, hat einen Teil, nur einen Teil können fahren oder Geschwindigkeit haben sie müssen reduzieren. Aber wir haben Glück gehabt, es war sehr trocken gewesen, das Ganze. Und da ist auch sehr gut befahrbar natürlich. Dann hättest du noch Spiegelungen gehabt bei Wasser. Ja, natürlich, das wäre wieder interessanter geworden. Ja. Es gibt ja ein paar berühmte Bilder auf dem See, die mit Wasser gemacht werden. Was ist denn mit dem Salz? Hast du irgendeine Herausforderung gehabt, fotografisch? Es stäubt ja wahrscheinlich nicht. Es ist einfach überall Salz an den Schuhen und wahrscheinlich Weiss überall. Aber für die Kamera hast du nicht spezielle Anforderungen, dass du irgendetwas abdichten oder zukleben? Nein, ich habe eigentlich gar nichts abdichtet. Was ist? Es ist einfach, da sieht man jetzt die Weite, die man hat. Oder man denkt, oh, hinten steht ein schönes Auto, man läuft schnell dort hin und das schnell dort hin laufen. Das ist eben nicht so. Sondern es geht halt alles in seine Zeit. Aber die Autos, die in dem Sinne im Start sind, das erste Bild ist ja von dort, dort stehen sie eigentlich in einer Linie und das ist auch sehr gut erreichbar natürlich. Ja, und das hat schon noch recht krasse Auto. Ja, also sehr, ja. Also wenn man mal die Felgen anschaut, ist einfach so ein Spiegel. Wie ein, ja. Aber das ist so eine typische Szene halt, oder? Das ist jetzt ein Auto, das eben angefahren wird. Eben also, hinten dran stoßt drin. Genau, die ersten paar Meter werden meistens gestoßen, weil die haben so eine lange Übersetzung, dass die gar nicht können abfahren aus dem Stand aus, also okay, die ganz schnellen. Und das ist eben, wie da sieht man es auch, das ist halt das Familienunternehmen. Also das ist das Team, wo meistens so der Grossvater und die Kinder stehen dann auch noch durch. Das ist... Und wie schnell fahren denn die Rennen? Was ist so der Top-Speed? Top-Speed ist über 1000 Stundenkilometer von den raketenbetriebenen Fahrzeugen. Das wird wahrscheinlich so um die 600, 500 Stundenkilometer sein. Aber ich muss ehrlich sagen, ich kann mich nicht um die Denkgeschwindigkeit kümmern. Es geht ja schon mehr um die Autos als ums Rennen in dem Sinn. Aber es ist krass, es ist wirklich extrem, dass es... Wie viel Aufwand das hier betrieben wird? Hier das Portrait ist auch... Ja, das ist... Ja, halt am Fahren, wo dort... hat man halt jemanden ansprechen, ob sie ja, kurz Zeit haben. Das ist sogar mit dem Reflektor gemacht. Ich habe sehr wenig Equipment dabei gehabt, durch das, dass wir 2,5 Wochen unterwegs waren. Ich konnte jetzt nicht den Studioblitz mitnehmen und... 3 Helfer, sondern ich war mit meiner Frau unterwegs gewesen und dann habe ich halt so jemanden angesprochen und dann, hey, kannst du schnell den Reflektor heben? Und das hat dann auch sehr schnell müssen gehen.
Ja, das ist dann das Resultat. Und eben also, auch da hat man die Weite zeigen. Und da übrigens sieht man da unten auch noch die Spuren von diesen Fahrzeugen. Und das hat es halt. Ja. Läuft es halt schön im Horizont zusammen. Es sieht ein bisschen aus wie auf einem Eisfeld mit den Dings, wo so. Was ist das? Ist das nur Salz und ist unten dran? Das ist Herzsalz, ja. Ist einfach, genau. Ein Salzsee, der zu. Oder verdunstet ist? Ja, scheinbar, ja. Also, wie genau die Geschichte ist von dem See, weiss ich jetzt auch nicht. Aber das ist verdunstet Salzwasser, nehme ich an. Man hat dann da angefangen abbauen auch und hat uns da wie auch gestoppt, dass man die Fläche auch wieder also kann erhalten natürlich. Okay. Dann haben sie auch so ein Equipment, Feuerlöscher und das Ding zum Markierung von der Strecke. Und das S ist irgendetwas mit. Keine Ahnung, aber es gesehen. Whatever, ja. Aber das Coole ist halt schon, du hast sehr wenig Farben im Bild. Durch das, dass alles gleichmäßig weiß und ein bisschen bläulich ist, dann ist jedes Objekt ist sofort sichtbar. Also von der Figure to Ground, wie man dem sagt, in der Bildgestaltung, ist sofort auf dem Hintergrund, hebt sich ab. Und das ist jede Farbe ist eigentlich dann sehr cool. Also auch so etwas ist. Was man da auch sieht, also hindurch, man sieht dann die Streckenfortführung, hindurch hat es nochmal ein paar Töckel. Die habe ich im ersten Bild eigentlich wie rausgenommen, weil dort habe ich die Leere einfach zeigen. Ja. Weil es hat schon Streckenmarkierungen, dass die Leute wissen, wo durchfahren. Das haben wir jetzt, habe ich jetzt in diesem Bild natürlich drin lassen. Ja, man kann einfach so ein bisschen weggestempelt, das ist kein Problem. Genau. Das ist der Race Marshal, den wir links sehen. Der hat eigentlich dann weh, wenn die Strecke freigegeben ist, hat das auch dem Fahrer mitteilt. Und der hat dann auch immer Startzeichen gegeben. Das ist weh, dann ist es wie losgegangen. Am Anfang ist man gewartet und dann ist es einmal wieder losgegangen. Und hinten bei dem Auto sieht man jetzt auch den Bremsfallschirm. Ich kann fragen, was ist das? Ein das ist genau, ja. Also man sieht, das lässt ein bisschen heran, was für Geschwindigkeiten da gefahren werden. Und das ist alles noch unter Kontrolle von diesen Fahrern? Also da gibt es keine. Also im Weg ist ja nichts, das ist einfach im Prinzip das Einzige, was du das irgendwann vielleicht abhebst, wenn irgendwie. Ja, ich glaube, das ist da bei den Autos nicht das Thema. Oder dass er nicht stabil fährt oder so. Also vor allem dann bei den TÜV ist am Anfang, wenn sie losgefahren sind, haben die schon geschwankt und man hat immer gedacht, hey, kommt das gut. Und es hat da, wo wir sind, keinen Unfall gegeben, zum Glück. Ich habe jetzt keine Statistik über den Unfall. Nein, schon nicht, aber es ist ja nicht in dem Sinn wie Formel 1, was einander gegenseitig abschießt. Das passiert ja da in dem Sinn nicht. Aber es ist gleich noch krass, was, wenn du so viel Speed hast. Ja. Der sieht wieder sehr schnell aus. Es ist halt einfach schon geil, wenn du so ein Rot hast vor. Ja. Und der ist auch so blau-weiß angewehrt. Das ist echt perfekt mit dem Ding. Also der Himmel blau und der ist blau und mit der weißen Hose und unten dran der weiße Salz. Ja, da natürlich hat es noch Wolken drin gehabt. Und ja, aber ohne Wolken wäre es auch nicht. Wäre es auch wirklich langweilig. Wäre es langweilig. Darum eben, es ist. Also fotografisch ist sensationell. Also da würde ich wahrscheinlich jetzt auch hingehen, wenn es nicht so weit weg wäre. Das ist ein Problem, ja. Das ist der Vorteil, dass es halt nicht so viele Fotografen gehabt hat. Also eben, es ist glaube ich noch etwa 1,5 Stunden außerhalb von Salt Lake City oder so. Ja, genau. Also das Ding heisst, ich habe es mir sogar aufgeschrieben, das ist Wendover, das ist der nächste Ort. Und am Morgen, also es darf eigentlich niemand auf dem Salzsee übernachten. Mhm. Das heisst, alle gehen auf Wendover zurück, das ist die Stadt oder das Dorf, und gerade am Salzsee. Und dann fährt man eigentlich, ich sage jetzt mal 3/4 Stunde, bis man dann wirklich dort ist. Und das ist eigentlich schon am Morgen, wenn man in die Morgensonne hinfährt, auf dem Salzsee. Das ist super. Nur schon die Anreise, die letzten paar Kilometer, ist genial. Und dann geht es halt dann los. Ja, und der Aufwand zum Teilnehmen, also zum als Fotograf gehen, ist jetzt nicht so riesig. Du musst einfach melden und akkreditieren und kostet es noch Eintritt, oder ist es? Es kostet Eintritt, das war auch ganz speziell gewesen. Wir sind dort angekommen mit dem Auto, ja, wir würden gerne Eintritt zahlen. Und sie so, ja, woher dass wir dann kommen? Ja, aus der Schweiz. Ja, dann ist es frei für euch, weil die Gäste sind. Also, ja, die haben natürlich Freude, wenn sich jemand für das interessiert, aus dem Ausland. Das ist dann wieder das andere Amerika. Oder? Okay, cool. Also, sehr cool war. Die Eintritt ist gratis. Für uns. Das ist so der Typ aus dem Film, nicht? Das ist so ein bisschen, also einfach ein älterer Herr, der dick einpacken, wieso so eine dicke Jacke? Ist der kalt gewesen? Nein, es war überhaupt nicht kalt gewesen. Oder das ist feuerfest, ja. Es war sehr heiß gewesen. Es hat sehr viel Sonne gehabt. Das ist dann die andere Herausforderung gewesen, mit dem sich wegen den äußeren Einflüssen zu fotografieren. Aber das ist ein feuerfester Anzug. Der hat auch feuerfest WH Formel 1 über den Kopf hier. Und das ist so ein typischer Fahrer. Die sind nicht. Die sportlichsten, logisch, müssen sie ja nicht. Die müssen ja so sportlich sein, dass sie ins Auto kommen. Genau. Und es
geht ja nur geradeaus. Und das ist auch das Familienunternehmen. Hinten sieht man den grossen Van, wo ja, hinten sieht man auch, wie viel das der ganze Tross ausmacht. Darum habe ich die Bilder so sortiert, dass man am Anfang so immer wenig von ganz nichts sieht, bis immer mehr. Es geht nachher dann weiter mit... Ja, das ist eine ganz spezielle Szene gewesen. Der Mann, der da drin sitzt, da sieht man jetzt sein Gesicht leider nicht, der war etwa 75 oder 78. Sein Kollege hinten im Van, der war 3 Jahre älter gewesen, und man hat immer das Gefühl gehabt, die sind jetzt aus dem Altersheim abgehauen. Aber für dich ist das Größte, oder? Und meine Frau hat dann noch immer so, weil der Feuerfest überziehen über den Kopf ist ihm dann die Augen nie gelampert und die Brille auch quer und dann hat man halt etwas geholfen. Und das ist natürlich auch immer ein gutes Gespräch. Cool, super. Und ja, man sieht hinterher, wie viele Leute es drauf sind. Ja, aber das ist wirklich eine ganz eigene Szene wahrscheinlich. Und eben Leute, die Zeit und Geld haben. Ja, also, vom Zeit halt auch zum dann auch die Schrauben. Das ist wahrscheinlich ein riesen Aufwand. Das ist ja nicht etwas, was man kaufen im Laden und sagen. Ja, so, eben, das ist nicht ein Produkt ab der Stange, wo du einfach so ein paar Parteien dran machst, sondern du musst von Grund auf aufbauen und designen und konstruieren. Und das sind auch alte Fahrzeuge, oder? Man denkt immer, das kommen dann die neuesten Fahrzeuge und so. Das sind Fahrzeuge, die 30, 40 Jahre sind zum Teil, die einfach dann wieder modifiziert werden, dass sie wieder am Rennen teilnehmen können. Was wir auch noch sagen. Er hat bei uns eingekauft, Black Friday, und kommt heute eigentlich, er ist eigentlich nur da, um das Zeug abzuholen. Ja, genau. Darum machen wir das Interview. Danke vielmals, danke fürs Geschenk. Ein AD600 Pro, den kannst du eigentlich nicht brauchen auf dem Salzsee. Was machst du mit dem? Was machst du sonst noch für Fotos? So etwas, für aussen. Ja, das ist jetzt ein spezielles Foto, das ich da gemacht habe. Aber ja, eben, für aussen, unabhängig vom Strom, das finde ich sehr cool. Darum habe ich jetzt auch den AD600 Pro gekauft, der auch TTL-Unterstützung hat. TTL zusammen mit dem Canon, was du für die Kamera hast, Canon. Genau. Der Auslöser, ein Auslöser und ein Blitz. Also zwei Blitz hast du gekauft. Ich bin auch immer der mit Spiegelreflex fotografiert. Ich bin auch so einer. Das ist okay, das ist nicht... Soll ich sagen, kein Problem. Ja, da hast ein Blitz, zwei Blitz. Das ist nur ein Blitz. Plus also die Sonne kommt von... Genau, die Sonne kommt von rechts. Ja, das sieht man hin im Chemie gut. Das ist irgendwie Hagenholz, oder was ist das? Ja, das ist auf dem Parkhaus dort. Kreis, was ist das? 5-4. Keine Ahnung. Gut. Das berühmte, wo alle fotografieren, zu oben schoben. Und sind am Abend unterwegs gewesen, halt mit einem Blitz. Dass es ein bisschen einen 3D-Effekt gibt. Sehr speziell. Also sehr spontan entstand auch das Bild am Schluss. Doch. Dann... Eine Dreifachbelichtung, hast du mir gesagt? Oder nein, ja, genau. Nein, eine Belichtung. Eine Belichtung mit 3x Blitz. Das war mehr so ein bisschen experimentell gewesen, aber es hat meiner Meinung nach recht cool funktioniert. Also du stellst sie in die Mitte. Genau. Blitz ist einisch. Also wie Light Painting eine Art, oder? Also blöd gesagt. Du tust einfach Kamera auf Stativ, lang belichten, alles ist stockdunkel. Korrekt, genau. Wo fokussierst du denn, damit es... Ja gut, das ist in die Blende... Das ist einfach geschlossene Blende, ja. 12, 11 wahrscheinlich. Machst du einfach auf unendlich. Und nicht gerade unendlich, aber die Idee ist ja, ich bin auch nicht der Photoshopper. Nein, schon. Sondern legitim. Man macht es dann halt direkt im Bild und das war bei mir ein Experiment gewesen, und am Schluss hat es dann wieder funktioniert. Und dann blitzt 3x und durch das Blitzen gefühlt es 3x ein. Genau, man sieht auch leicht, dass es verschwommen ist. Oder? Es geht dann mehr um die Positionierung vom Modell. Wo steht sie genau an? Wie ist die Handbewegung? Dass es ein bisschen Symmetrie gibt. Das ist mehr die Herausforderung. Der Fotograf, also technisch ist es dann nicht einmal, wenn man es mal draußen hat. Nein, das natürlich nicht, aber so es ist ein cooler Effekt und man muss ausprobieren, dass es überhaupt funktioniert. Also das ist es geht ja häufig darum, das Zeug einfach mal zu testen. Da hast du einen Ringblitz verwendet, um einen Augenreflex an. Genau, sogar das Ringlicht. Das ist Ringlicht, genau, und nicht mal geblitzt, glaube ich. Das ist nur das Ringlicht. Ja, das kann sein, das weiß ich nicht. Ja. Das siehst du jetzt nicht so genau. Ja, also eben Fashion, also wenn man das Fashion, sozusagen machst du nicht mehr so viel. Werbung für Duplo oder für Lego. Für Lego mehr. Oder für Sagex-Kugeln, glaube ich, ist das gewesen. Ja, aber so Zeug ist schon... Das macht auch Spass. Oder? Ja, wenn man ein passendes Modell hat, die passend wie sie sind, dann ist das wirklich eine coole Geschichte und das funktioniert auch gut. Dann noch jemand, der berühmter ist. Genau. Das habe ich gerade mal gesehen, das Bild irgendwo. Ja, der Sven Rieder hat mehrere Olympiaden teilgenommen, ist mittlerweile ein guter Kollege. Ja, ich habe Sportart? Triathlon? Triathlon, ja, genau. Ist jetzt ja auf der Langdistanz unterwegs, hat dort für London haben wir die Bilder gemacht. Ja, und das ist
Das mit zwei Blitz, das ist natürlich auch ein bisschen bearbeitet, man sieht es auch. Das sieht man, aber es ist gut, ja. Die Herausforderung, dass die Jacke so dunkel ist im Vergleich zum Hintergrund. Wahrscheinlich noch, wenn sie noch die Jacke dann noch absauft. Die genau, ist dunkel, genau, oder? Die ist dunkelblau gewesen, glaube ich. Ja. Die hat er natürlich, die ist gesponsert und die muss er anlegen. Und genau, ja, ja, eben. So Leute sind halt angewiesen auf Sponsoren und dann sollen wir die auch zeigen, genau. Aber dann hast du regelmässig mit dem irgendetwas machen, oder ist das einmalig gewesen? Ja, es hat mal eine Aktion gegeben, wo wir dann ein Bild aus mehreren Bildern zusammengesetzt haben. Das war noch etwas gewesen, ich weiß, bin mir jetzt gar nicht bewusst. Ich habe dann für ihn mal mit Muster-Triathlon mitgeholfen. Er ist auch Organisator von so Triathlons. Das habe ich jetzt aber mittlerweile beendet, aber ja, wir sind noch im Kontakt in dem Sinne. Er macht jetzt die letzte Saison. Vielleicht gibt es wieder mal ein Fotoprojekt. Okay. Was machst du sonst noch für Fotothemen oder Bereich? Oder was fotografierst du heutzutage noch? Weil das ist ja, das gewisse Nacht sind schon älter. Sind schon älter, ja. Viel Landschaft mit aktuell. Die Blitz hast du jetzt nicht einfach gekauft, dass es günstig war, sondern du willst jetzt irgendetwas machen. Genau. Nein, mache ich aktuell viel Landschaft. Also ich bin viel unterwegs auch in der Natur. Das ist nicht so spektakulär vielleicht, aber doch, es entspricht mir aktuell sehr. Auch unterwegs zu reisen und sei das in Namibia oder Island. Island, ich weiss, ist ein bisschen abgecatcht schon fast. Aber ja, aber wenn du noch nie gewesen bist, muss man mal gehen. Es ist wirklich, es ist sehr, sehr einsam. Also je nachdem, zu welcher Jahreszeit es geht, Touristen sind unter Umständen viel, aber es ist unter Umständen sehr einsam und sehr leer. Und das ist es, ja. Einfach sehr eindrücklich, wie sich die Vegetation kann ändern kann, wenn du mit dem Auto fährst. Halb 5 Minuten oder 10 Minuten sieht es am Tag komplett anders aus. Ich war gerade 5-mal gewesen. Schon, okay. Viermal. Wir haben, wo wir erstmal sind, haben wir jemanden kennengelernt in Island, also einen Einheimischen. Ja. Und das ist mittlerweile wirklich ein guter Freund. Er war in der Schweiz, um uns besuchen. Und das macht es. Es ist wirklich coming home, wenn wir dort hingehen. Da gehen wir immer zuerst ihn besuchen. Darum, es ist, und die touristischen Plätze. Die umgehst du dann? Die gehen wir schon fast. Und ja. Dann gehen wir halt auf seinem Land gehen laufen oder wandern und mit seinen Rossen, mit seinen Schafen. Und das ist, macht das Ganze ein anderes Erlebnis. Das kann man vorstellen. Wenn du, wenn du das erste Mal gehst, gehst du mal in die Touristenorte, dann denkst du irgendwie, ja gut, jetzt ja, ist ein bisschen viel Touristen. Und dann, wenn du so ein bisschen weiter wegkommst von Reykjavik, wird es immer einsamer. Aber auch, definitiv, aber auch irgendwie, also langweilig ist einfach weniger Sachen zum Fotografieren. Aber es ist schon, also es ist definitiv eine Reise wert, wenn man nie gewesen ist. Und klar, die beste Jahreszeit ist ein bisschen die Frage. Im Winter siehst du Nordlichter, dafür ist es einfach stockdunkel die Hälfte vom Tag. Wann ich habe mir überlegt, ich bin schon im Frühling gewesen, ich bin schon im Herbst gewesen. Im Sommer glaube ich nie, im Winter auch nie. Im Herbst ist halt farbtechnisch ist es nicht mehr ganz so, also nicht mehr so interessant. Es ist ja sonst nicht so farbig. Es ist so eher ein bisschen brünlich. Ja. Im Frühling ist es doch noch grün, also die knallige Wiese hat man schon drin. Das ist ein bisschen der Unterschied. Sonst im Winter, also wenn es dann gegen den Winter geht mit dem Nordlicht, das ist also schon faszinierend, wenn man das erste Mal so richtig sieht. Ich habe nie das Nordlicht gesehen, ist noch irgendwie auf meiner To-Do-Liste. Ich wollte dort Star Trails fotografieren und bin aber im Mai gewesen, bis ich gemerkt habe, dass es nachher gar nicht dunkel wird. Also ich habe ein Stativ mitgeschleppt für nichts. Ich habe gedacht, gut, nimmst du ein Stativ mit, probierst du es einmal. Ja. Aber stark hält es Nacht. Also kannst du Zeitung lesen, wir sind zum Teil um 3 Uhr erwacht, sind einfach mit dem Auto weitergefahren. Das habe ich noch nie erlebt, nein. Also, das erste Mal, als ich war, habe ich noch Timelapse gemacht. Jawohl. Die, die Timelapse machen oder gemacht haben. Das Video auf YouTube ist noch sehenswert. Also, das ist auch schon ein paar Jahre. Ich habe es heute noch einmal angeschaut, vor allem das mit dem Flugzeugwrack, wo dort so einen Sonnenuntergang. Das ist sensationell. Ja, das war das Flugzeugwrack, wo man noch runterfahren konnte. Jetzt muss man runterlaufen. Kann man nicht mehr runterfahren? Nein, also ich kann noch runterfahren vor 2-3 Jahren. Ja, das ist vorbei. Okay. Zu viele Touristen. Das weiss ich, wenn ich das erste Mal gesehen habe, das Flugzeugwrack, wenn ich anfange fotografieren, dachte ich, wow, dort will ich mal hingehen. Es ist etwa 8 Jahre gegangen, bis ich auch mal da war. Und wir sagen, ja, es lohnt sich also schon. Es ist schon noch eindrücklich. Es ist so ein Strand. Es ist irgendein US-Flugzeug, das notgelandet ist vor, keine Ahnung, 50 Jahren. Und was halt einfach dort gelassen haben, nicht abtransportiert haben, oder nicht? Ja, es ist abgestürzt dort. Also es ist abgestürzt? Also, nein, also es ist notgelandet. Es war kein Absturz. Die Geschichte war die, es ist notgelandet, wie es gemeint hat, es hat kein Benzin mehr drin. Es hat dann aber doch noch Benzin drin gehabt, weil der Bauer
der dort in der Gegend wohnt, hat nämlich nachher in 3 Jahren kein Benzin mehr kaufen, sondern irgendwo aus dem Flugzeug abgetankt. Und das Tragische an der Geschichte ist, glaube ich, dass die Leute, die dachten, also mit dem Helikopter ist man dort hingegangen und hat die Mannschaft wollen bergen und der Helikopter ist dann scheinbar abgestürzt. Okay. Also, gut, ja, hat dort alles seine Geschichte hindurch. Interessant. Wie hat die Fotografie dein Leben verändert? Gute Frage. Stelle ich allen. Ich weiss. Also hat sie es überhaupt verändert? Ja, sie hat es sehr verändert. Ich glaube, es passiert jedem, dass die Fotografie sich extrem auswirkt aufs Leben. Ich hoffe es doch. Was wirklich verändert hat, ist halt, dass man ins Kreieren kommt und nicht nur ins Konsumieren. Und das ist meiner Meinung nach wirklich etwas Spannendes. Es ist auch schön, dass man meiner Meinung nach mit offenen Augen das Leben geht. Also zum Beispiel, wenn man reisen, dann hat man, das kennst du wahrscheinlich auch, dann will man einen Ort anhalten, den die anderen jetzt nicht anhalten, weil man sieht etwas, wo man denkt, oder man hofft zumindest, dass es ein gutes Bild gibt. Es sind auch Menschen, die man kennenlernt, wie zum Beispiel du oder auch andere Leute, wo man sonst nie kennenlernen würde. Also, aber das hat, jeden Fall. Das heißt, glaube ich, auch ein bisschen mit dem Hobby. Also jedes Hobby nimmt das. Ja, ich habe das Gefühl, in der Fotografie ist es irgendwie, du lernst vor allem so den ganzen Querschnitt der Gesellschaft lernst du kennen. Also das Fotografieren, die Leute, es hat überhaupt nichts mit irgendwie, mit wie viel das du verdienst, was du machst, du hast dort irgendwie jeden, aus jeder Ebene irgendwie in der Gesellschaft fotografieren. Das ist so, ja. Obwohl es so viel Informatiker hat, das ist so. Das ja, das ist, ich habe mich an einem Workshop gefragt, wer ist in der Informatik? Die Hälfte aufgestreckt. Genau, ja. Das ist echt tragisch. Das ist wahrscheinlich auch ein bisschen Mannenlastig, Entschuldigung. Ich glaube es nicht. Es kommt auf Szene davon. Aber wenn ich habe Facebook-Werbung mal angeschaut für uns. Und da kannst du eingeben, bei Facebook, alle Männer aus der Schweiz, die Fotografie als Interesse haben. Ja. 49%. Okay. Alle Frauen, 51%. Cool. Ziemlich ausgeglichen. Aber wo sind die? Also, gibt's auch, ich habe schon Workshops besucht, da hat es mehr Frauen gehabt. Aber wir haben auch nur 17% Frauen als Kunden. Also die, und auf dem Sofa waren noch bis jetzt noch keine Frauen gewesen. Und doch, jetzt mittlerweile ist eine schon wegen da gewesen. Mhm. Irgendwie sind die an einem anderen Ort. Also Frauen, meldet euch, könnt gerne noch Platz nehmen. Und nicht von der Technik abschrecken lassen, glaube ich. Nein, überhaupt nicht. Also Kunst, es geht ja ums Kreieren, statt zu konsumieren. Genau. Also nicht nur einkaufen, sondern auch das Zeug brauchen. Sehr gut. Vielen Dank, Dani. Danke vielmals. Wir sehen uns etwa in 5 Jahren wieder wahrscheinlich. Genau, auf dem Sofa. Genau. Tschüss zusammen. Macht's gut.